Sehr geehrter Herr Cramer, lieber Emmanuel Macron, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu dem Thema Europa hat Emmanuel Macron eben, glaube ich, die wichtigste Botschaft ausgesprochen, die wir stärker, als wir das in den letzten Jahren vielleicht für nötig gehalten haben, in den Mittelpunkt unserer Diskussionen, unserer Überzeugungsarbeit, unseres Handelns bringen müssen. Er hat eben gesagt, was wir erleben in Europa ist, dass auf die externen Schocks, die wir in den letzten Jahren hatten und aktuell hatten, die Finanzkrise, die Folgen in der Wirtschaft, die Krise ausgelöst durch große Flüchtlingszuwanderung und jetzt die Krise der inneren Sicherheit, dass wir in Gefahr sind, auf all diese Krisen immer nur nationale Antworten zu finden und dem jeweils anderen zu empfehlen, er soll es doch mal so machen, wie man es selber macht. Sagen wir mal, wir Deutschen haben an dieser Art des Umgehens in den letzten Jahren ja auch unseren Anteil. Und dass mit dieser Entwicklung Europa eine Renationalisierung zuerst der politischen Kultur erlebt und dann auch des politischen Handelns. Dass das, was unsere Väter und Mütter und Großväter und Großmütter erarbeitet haben, das, was wir haben gestern Helmut Schmidt in Hamburg die letzte Ehre gegeben, was Staatsmänner wie ihn oder Valéry Giscard d'Estaing und andere ausgemacht haben, dass sie wussten, dass im Zeitalter der Moderne selbst die stärksten und größten Nationalstaaten Europas nicht stark genug und nicht groß genug sein werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, dass das zurzeit eher in unseren nationalen Bevölkerungen in Frage gestellt wird. Das erleben wir in Polen aus anderen Gründen als bei uns. Das erleben wir in Frankreich mit dem Erstarken einer nationalistischen und rechtsradikalen Bewegung. Aber seien wir ehrlich, das erleben wir seit Jahren ja auch bei uns. In einem erst nicht so richtig spürbar, nicht so ganz dramatisch Rückgang der Wahlbeteiligung, einem Desinteresse an Europa und jetzt einer Entwicklung, dass wo immer stärker sich so ein Satz reinfrisst in die Gesellschaft. Naja, wenn es ums Zahlen geht, dann sind wir Deutschen gut genug. Wenn wir Hilfe brauchen, hilft uns keiner. Das ist der Nährboden auch für die Abwendung von Europa in unserem Land. Und ich glaube, deswegen ist das, was Emmanuel Macron eben gesagt hat, dass wir aufpassen müssen und dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben, dass dieses größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts, dass uns das nicht deshalb aus den Händen gleitet, weil wir noch nicht in allen Bereichen auf externe Herausforderungen gemeinsames Handeln entwickelt haben. Ich will am Ende meines Beitrags sagen, warum ich glaube, dass uns das trotzdem gelingen wird, weil, ich kann es auch mit einem Satz vorwegnehmen, Europa eigentlich immer aus Krisen stärker hervorgegangen ist. Aber es wird halt nicht von alleine kommen. Und dass Europa in einem schlechten Zustand ist, das merken wir ja jeden Tag. Während es der Terror, die Krise um die Ukraine, die vielen Flüchtlinge und die Griechenland-Problematik eigentlich erfordert, dass wir enger zusammenrücken, gibt es auf dem Kontinent zunehmend Tendenzen der Renationalisierung und der Desintegration. Antieuropäische Parteien gewinnen inzwischen nicht nur Mandate in Parlamenten, nein, sie sitzen inzwischen auch in vielen Regierungen. Das übrigens macht Gemeinsamkeit noch viel schwieriger, als es manchmal schon früher der Fall gewesen ist. Und immer mehr Menschen glauben, dass Europa eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung ist. Manche haben das Vertrauen verloren, das Vertrauen, dass wir die drängendsten Probleme gemeinschaftlich lösen können. Das ist ein fataler Befund. Der eine zeigt mit dem Finger auf den anderen und tut so, als gäbe es für globale Herausforderungen nationale Antworten. Das merken wir gerade bei der Flüchtlingsfrage, aber andere vor uns haben auch den deutschen Finger auf sich zeigen sehen, als wir über ihre nationalen Krisen geredet haben.
Wenn wir so weitermachen, dann werden uns nachfolgende Generationen vorwerfen, dass wir gescheitert sind. Ich sage, Herr Kramer hat ein bisschen was zu seinem persönlichen Eindruck nach dem Attentat gesehen. Ich bin am Wochenende mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter zu Emmanuel Macron gefahren und seiner Familie. Wir haben den französischen Präsidenten getroffen und andere Freunde. Warum? Weil mir irgendwie am Attentat von Paris, so als Gipfelpunkt der Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten hatten, als trauriger Höhepunkt, habe ich so gedacht, mein Gott, was hast du für ein Glück gehabt? Ich bin 1959 geboren, gehört zu den ersten Geburtsjahrgängen nach dem Zweiten Weltkrieg, bin in einem Land aufgewachsen, in dem der Frieden immer selbstverständlicher wurde, Wohlstand auch. Demokratie hat sich bei uns übrigens immer mit Wohlstand entwickelt. Wir haben in diesem Land noch nicht unter Beweis stellen müssen, Gott sei Dank, wie stark die Demokratie auch in der Krise sein wird. Was hast du für ein Glück gehabt? Und in welchem Land, in welchem Europa werden deine beiden Töchter aufwachsen? Ich glaube, das ist etwas, das vielleicht auch klar macht, warum wir nicht nur über unsere eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen reden, sondern eigentlich darüber, ob unsere Kinder und Enkelkinder eigentlich in dem gleichen glücklichen Land und Europa aufwachsen, in dem wir groß geworden sind. Mich hat bewegt, was Navid Kermani bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gesagt hat. Er sagte, und vielleicht sollte ich angesichts der Leichtfertigkeit, der Geringschätzung und offenen Missachtung, die nicht nur Politiker, nein, die wir als Gesellschaft seit einigen Jahren im europäischen Projekt der Einigung entgegenbringen, dem politisch wertvollsten, was dieser Kontinent je hervorgebracht hat, vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, wie oft ich bei meinen Reisen in anderen Teilen der Welt auf Europa angesprochen werde. Als Modell, ja beinahe schon als Utopie und Sehnsuchtsort. Wer vergessen hat, warum es Europa braucht, muss in die ausgemergelten, erschöpften, verängstigten Gesichter der Flüchtlinge blicken, die alles hinter sich gelassen, alles aufgegeben, ihr Leben riskiert haben, für die Verheißung, die Europa für die allermeisten Menschen außerhalb Europas bis heute ist. Deshalb, glaube ich, werden wir die große und schwierige Herausforderung, die wir jetzt vor uns haben, eben nur zusammen bestehen. Eigentlich sollte das ja die intuitive Erkenntnis sein, denn die europäische Einigung fußt ja gerade auf der Erkenntnis, dass man gemeinsam stärker ist als alleine. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten die Staats- und Regierungschefs ganz nüchtern, dass der Friede in Europa dauerhaft nur durch eine Verschränkung der nationalen Souveränitäten zu gewährleisten war. Übrigens, einer der Gründe, lieber Emmanuel Macron, warum ich dir und auch deinem Präsidenten gesagt habe, dass ihr euch auf Deutschland verlassen könnt. Dass wir alles, was wir in der Lage sind zu tun, tun werden, um Frankreich zu helfen. Einer der Gründe dafür liegt darin, dass Frankreich gegenüber diesem Land nach 1945 Unglaubliches zu leisten bereit war. Ich stelle mir vor, wie schwierig das für französische Politikerinnen und Politiker, aber auch für niederländische oder belgische gewesen sein mag, ausgerechnet die Täter des Überfalls und die Verantwortlichen für millionenfachen Mord an den Tisch der europäischen Zivilisation zurückzubitten und zu sagen, wir werden wieder zusammenarbeiten, zusammenleben und Freundschaft entwickeln. Das schulden wir Frankreich. Finanzkrise, Eurokrise, auch die Ukraine und die Flüchtlingsentwicklung und die aktuellen Probleme der Sicherheit, das alles fordert uns eben europäisch heraus. Die Verbindung ist, dass wir uns nicht mehr abschotten können national gegen das, was auf der Welt passiert. Die Globalisierung klopft auch mit ihren dunklen Seiten an unserer Haustür. Bisher kannten wir nur die hellen Seiten der Globalisierung. Märkte, Aufträge, Arbeitsplätze, Umsätze,
Das waren die großen hellen Seiten der Globalisierung, von denen wir Deutsche am allermeisten profitiert haben. Jetzt merken wir, diese Globalisierung hat auch dunkle Seiten. Seiten, bei denen wir weggeguckt haben. Seiten, bei denen wir gesagt haben, naja, der Feind meines Feindes ist mein Freund und deswegen schaue ich weg, was der so mit seinen Bevölkerungen macht und mache Handel und Wandel und vieles andere mehr. Und jetzt merken wir, dass wir da nicht mehr weggucken können und es wird auch da keine deutsche, keine französische Antwort geben, sondern eine europäische und wenn möglich übrigens auf manche dieser Herausforderungen eine internationale. Doch die Krux mit der Solidarität in der Gemeinschaft ist nun einmal, dass man sie nicht auf jene wenigen Politikfelder begrenzen kann, bei denen man selbst den größten Eigennutzen davontragen könnte. Ja, gerne zu Strukturfondsmitteln, aber nein, danke zu Flüchtlingsquoten. Ja, gerne zu Haushaltsdisziplin, aber nein, danke, wenn man mit in die Verantwortung soll, dass ein Land wie Frankreich jetzt Ausgaben vor sich hat, die sie nie eingeplant haben, zum Beispiel für innere Sicherheit. Also ich glaube, es wird darum gehen, dass wir wieder ein umfassenderes Bild von Europa wahrnehmen. Und doch findet sich genau diese abgrenzende Einstellung bei manchen Kollegen auch im Europäischen Rat. Globalen Herausforderungen wird damit Erbsenzählermentalität begegnet. Jeder schaut nur auf seinen kleinen Vorteil nach dem St. Florians-Prinzip, verschon mein Haus, zünd andere an. Nur in Europa besteht immer die Gefahr eines Flächenbrandes, wenn ein Haus in Flammen steht. Wenn jeder nur seinen eigenen nationalen Vorteil zu maximieren trachtet, dann kommen dabei am Ende Ergebnisse heraus, die niemandem mehr nutzen. Da wird nach hartem Ringen und zähen Verhandlungen endlich beschlossen, dass als Akt konkreter europäischer Solidarität 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien umgesiedelt werden. Hört sich viel an, ist in Deutschland das Ergebnis von 14 Tagen Zuwanderung. Bislang ist allerdings lediglich ein Flug von Italien nach Schweden gestartet und ein weiterer Flug von Griechenland nach Luxemburg, der auch noch zur Hälfte seiner Plätze besetzt wurde durch europäische Politiker. Da stellt sich schon die Frage der Glaubwürdigkeit, was solche Beschlüsse eigentlich bringen, wenn hinterher nichts passiert. Ähnlich betrüblich stellt sich die Lage an den sogenannten Hotspots dar, also dort, wo Migrantinnen und Migranten erstmals registriert werden sollen. Und das ist übrigens die Voraussetzung für einen geordneten Umgang mit der Migrationsbewegung. Noch immer ist das Geld nicht da, geschweige denn Personal. Fehlende staatliche Strukturen können aber nicht dauerhaft durch die selbstlose Großherzigkeit von Bürgerinnen und Bürgern ausgeglichen werden. Anstelle von langfristigem, vorausschauenden Handeln tritt immer mehr kurzfristiger Aktionismus. Da wird ein Krisengipfel nach dem anderen einberufen. Erst zur Finanzkrise, zur Eurokrise, dann zur Jugendarbeitslosigkeit, dann zur Griechenlandgipfel. Dann fand ein Griechenlandgipfel nach dem anderen statt. Jetzt einer nach dem anderen zur Flüchtlingskrise und natürlich jetzt die Gipfel in der Antiterrorabwehr. Kaum taucht ein neues Thema, eine neue Krise am Horizont auf, dann verlieren wir andere, die ebenso dringend sind, völlig aus dem Blick. Und mit ihnen geben wir auch die langfristigen Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, um existenzielle Probleme zu lösen, ganz schnell wieder auf. Unsere gemeinsame Währung muss sturmfest gemacht werden. Die Finanzwelt re-reguliert, die Wirtschafts- und Währungsunion vollendet. Kaum noch jemand diskutiert derzeit darüber. Ohne Zweifel, die Flüchtlingskrise ist eine epochale Herausforderung, aber folgt daraus eigentlich, dass wir alle anderen Politikfelder ausblenden sollen? Alle Projekte unvollendet stehen oder gar fallen zu lassen, von deren existenzieller Bedeutung für die Zukunft wir noch vor ein paar Wochen gemeinschaftlich überzeugt waren, zeugt nicht gerade von der Ernsthaftigkeit unseres Handelns. In den letzten Jahrzehnten ging die Europäische Union aus Krisen gestärkt hervor. Meist wurde als Antwort eine Vertragsänderung gegeben. Das will ich nun in der Lage wirklich nicht propagieren. Aber die Gesetzesvorhaben, die wir zur Krisenlösung und Krisenvorbeugung auf den Weg bringen, die muss man schon noch zu Ende bringen. Deshalb ist so etwas auch wie ein Neustart innerhalb Europas nötig. Dieser Neustart muss damit beginnen, dass wir uns daran erinnern, was die Alternative zur EU ist.
darüber reden wir offensichtlich zu selten. Nationale Grenzen, Kleinstwährungen, die uns zum Spielball von Dollar oder der chinesischen Währung machen, außenpolitische Irrelevanz und das Abmelden unseres Kontinents bei allen Zukunftstechnologien. Das ist die Alternative zu Europa. Wenn man sich diese Alternativen vor Augen führt, wird auch deutlich, dass das Blame Game, das wir immer wieder spielen, aufhören muss. Dass nach dem Prinzip ja meistens läuft, das Gute kommt aus dem eigenen nationalen Land und das Schlechte dafür ist, naja, mindestens mal Brüssel verantwortlich. Mit der Rhetorik zerstören wir das Gemeinschaftswerk Europas. Und es geht nicht darum, die EU so zu verteidigen, wie sie ist. Natürlich kann und muss man sie ändern. Übrigens, nicht alles, was der britische Premier vorschlägt, ist schlicht Unsinn. Es gibt auch vieles, was davon sinnvollerweise diskutiert gehört. Fehlentwicklungen, die man korrigieren muss. Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, sagt zu Recht, Europa soll sich nur um das kümmern, was der Nationalstaat und die Regionen nicht alleine regeln können. Und genau dafür braucht die EU die Kompetenz. Aber das, was besser in den Regionen und national geregelt werden kann, das soll auch dort verbleiben. Am Beispiel der Flüchtlingspolitik kann man das gut zeigen. Denn eigentlich weiß jeder, was man national da relativ wenig machen kann, wenn es um die Bekämpfung der Fluchtursachen geht. Denn wir brauchen erstens Lösungen für Syrien unter Einbeziehung Russlands. Russland muss und will ja auch Teil der Lösung sein. Die permanente sozusagen Ausgrenzung Russlands, es gibt gute Gründe, warum wir Sanktionen gegen Russland mit Blick auf die Ukraine haben. Aber die permanente Ausgrenzung Russlands auf der Ebene der großen Industriestaaten lässt jedenfalls die Bereitschaft dieses Landes nicht gerade wachsen, an anderer Stelle mitzuhelfen, in Syrien den Waffenstillstand zu erreichen. Zweitens Hilfe für Flüchtlinge im Libanon. Ja, es ist erlaubt zu klatschen. Zweitens für Hilfe für Flüchtlinge im Libanon, Jordanien und der Türkei. Das ist eine europäische Aufgabe und nicht nur eine von Deutschland oder Frankreich oder Schweden und Österreich. Drittens Einstufung sicherer Drittstaaten, in denen es regionale Fluchtalternativen gibt, zum Beispiel Pakistan. Viertens Vermittlung in Libyen. Fünftens Hotspots und eine gerechte Verteilung in der EU. Und sechstens der Ausbau der ökonomischen Beziehungen mit Afrika. Also, ich glaube, dass das Aufgaben sind, die wir nur gemeinschaftlich lösen können. Und wir als Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und ich, wir haben in diesen Tagen am Samstag auch gesagt, wenn wir die offenen Grenzen Europas erhalten wollen, die die Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand sind, die Freizügigkeit für Kapital, für Dienstleistungen, für Arbeitnehmer, wenn wir die offen halten wollen, dann müssen wir gemeinschaftlich die Außengrenzen Europas schützen. Das ist übrigens auch die Voraussetzung, damit man aus der chaotischen Zuwanderung, die wir jetzt haben, zu Kontingenten kommen kann, die übrigens auch keine Obergrenze sind. Denn natürlich wird man das Asylrecht in Deutschland nicht abschaffen und es wird auch Menschen geben, die nach Deutschland kommen und Asyl beantragen, außerhalb von Kontingenten. Kontingente und die, die nach Deutschland kommen und Asyl beantragen werden, wie kommunizierende Röhren arbeiten müssen. Aber die erste Voraussetzung ist, die sicheren Außengrenzen, nicht als Festung Europa, sondern um geordnete Zuwanderung zu bekommen, nicht über Schlepper und Menschenhändler und möglichst unter dem Motto Frauen und Kinder und Familien zuerst. Das ist das gemeinsame Ziel, das wir erreichen wollen. Das ist der einzige Weg, nationale Grenzen hochzuziehen, Schengen zu zerstören, zerstört erst die wirtschaftliche Entwicklung und dann den europäischen Gedanken. Deswegen sind solche Forderungen falsch und gegen Europa gerichtet. Und ja, dazu brauchen wir die Hilfe der Türkei. Deswegen investieren wir alle in der Bundesregierung, in der französischen Regierung, in Europa so viel Arbeit, auch mit der schwierigen türkischen Regierung klarzukommen. Und wir brauchen das Engagement der Türkei gegen die Schlepper, die dort sind. Hunderte und Tausende von Schlauchbooten, pro Person 1.000 Euro. Das ist ein Riesengeschäft im Menschenhandel, das da in der Türkei stattfindet. Inzwischen ist das Geschäft so gut, dass es
die Drogenhändler lieber umsteigen auf Menschenhandel und auf den gleichen Routen, in denen sie die Drogen gebracht haben, jetzt Menschen bringen. Das können wir nur gemeinschaftlich bekämpfen, in Europa und mit der Türkei. Und nur wenn in der Türkei bessere Bedingungen für Flüchtlinge da sind, werden sie dort bleiben und sich einlassen auf die Lösung von Kontingenten. Wir werden gemeinschaftlich zusammenarbeiten müssen in der Frage der inneren Sicherheit. Außengrenzen, innere Sicherheit und Investitionen in Jordanien, in Libanon, in der Türkei. Das sind die Dinge, die die Voraussetzung sind, damit wir Schengen erhalten können. Und damit übrigens auch die Voraussetzung, dass wir wirtschaftlichen Erfolg in Europa halten. Das ist der Grund, warum Emmanuel Macron und ich gemeinschaftlich an den französischen Präsidenten und die deutsche Bundeskanzlerin geschrieben haben, gesagt, lasst uns einen 10-Milliarden-Fonds Deutschland-Frankreich machen, indem wir Außengrenzen, innere Sicherheit und Investitionen in bessere Lebensbedingungen in den Nachbarstaaten von Syriens investieren. Nicht, weil wir glauben, dass es nicht auch die Verpflichtung anderer in Europa und der Welt wäre, da mitzumachen. Aber unsere Erfahrung ist, wenn Deutschland und Frankreich vorangehen, dann wird Europa folgen. Deshalb sind solche Initiativen von so großer Bedeutung. Europa ist aus Krisen entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1989, nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, haben wir die Osterweiterung geschafft. Wir haben die Bankenunion und den Stabilitätspakt geschaffen, aufgrund der Krisen im Finanzmarkt. Übrigens, wir sind nicht fertig. Die Reformpolitik darf nicht nur den Teil betrachten, der für Stabilität sorgt, sondern auch den, der endlich die 26 Millionen Arbeitslose in den Blick nimmt, die wir in Europa haben. Auch das zerstört die Europäische Union, wenn junge Leute den Eindruck haben, dass ihnen Europa nichts zu bieten hat. Wir haben zum ersten Mal eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik durch die Ukraine-Krise bekommen. Fast keinem ist es aufgefallen, nicht die Vereinigten Staaten haben ein Fortschreiten des Krieges in der Ukraine verhindert, sondern Frankreich und Deutschland haben für die Europäische Union gehandelt und haben nach Jahrzehnten Debatten ohne Ergebnis durch praktisches Handeln zum ersten Mal eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas umgesetzt. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir auch diese Herausforderung wieder nutzen können, diese Krise nutzen können, um den Sinn Europas stärker werden zu lassen, um ihn wieder in den Köpfen und auch in den Herzen von Menschen zu verankern, dass wir solche globalen Herausforderungen nie in Zukunft alleine werden meistern können, sondern dass die Rückkehr zu nationalen Antworten die Zerstörung nicht nur Europas, sondern vor allen Dingen der Lebensperspektiven unserer Kinder und Enkel bedeuten würde. Deswegen bin ich optimistisch, dass wenn Frankreich und Deutschland gemeinschaftlich handeln, Europa auch aus dieser Krise stärker hervorgehen wird. Vielen Dank.